Hallo liebe Modellbahnfreunde. Der letzte Tag unseres Rundgangs hier auf der Messe in Nürnberg beschert uns immer einen Besuch bei einem J, bei einem lieben Freund von mir, nämlich Finn Mu. Und er wird uns, und natürlich auch Ihnen, liebe Modellbahnfreunde, wieder die Neuheiten von NMJ vorstellen. Nun haben wir natürlich ein Problem. Ich habe im Katalog geblättert. Lieber Finn, was halte ich denn davon? Das ist natürlich, nichts. Das kommt, aber wir konnten nicht was zeigen. Und dann haben wir uns entschieden, statt nur ein Vorbildbild zu zeigen, Wir haben öfter mal viele Dinge angekündigt und Leuten mussten lange warten. Wir wollten dann gerne was zeigen am Ende. Ja. Deswegen haben wir so gemacht. Und jetzt wird wild spekuliert in Foren und Medien und überall. Schön. So, wild spekulieren tun wir nicht, denn wir haben sie wirklich ganz exklusiv für Sie, die Neuheiten. Ich lege mal dieses Buch schnell weg. Ja. Ich gehe mal aus der Kamera. Und wir sind ja ganz modern, lieber Film. Wir haben unseren Spickzettel, unseren elektronischen, sodass wir alle beide nichts Falsches sagen. Genau. Wir fangen an und zwar... Zack, zack, zack. Die erste Neuheit in H0, Triebwagen BM 68 A und B. Ja, ein Klassiker auf der NSB-Schiene. Ja. War richtig der Hauptzug für die mittleren Distanzen von 54 bis 90er Jahren, Anfang 90er Jahren, wenn die neue Triebwagenzüge kommen waren. Und es ist ein schöner Triebzug. Es war ein Zug. Ja. Nee, keine Triebwagen, sondern ein Zug. Ein Triebzug. Ja, war wieder falsch. Also ein Triebzug. Wenn du sagst, dass der also von den 50er Jahren schon gelaufen ist, gab es da auch eine Modernisierungsvariante davon? Ja, die waren dann modernisiert. Die haben die Leitern zum Dach abgekürzt und ein bisschen Spiegel weggenommen, eine Führerkabine weggenommen und so. Die hatten zwei Führerkabinen in Motorwagen. Deswegen. Dazu müssen wir noch sagen, ist ein Superline-Modell, also ein besonders fein und klasse detailliertes Modell. Ist es, allemal, also Handarbeit mit aller Detaillierung, was möglich ist. Wird ein sehr, sehr, sehr schönes Modell. Die Ausstattung, digital sicherlich und mit Sound? Alle mögliche. Jede Version, also analog, digital, digital mit Sound kommt alles. Kommen wir zur nächsten Neuheit, eine wunderschöne Dampflok. Für deutsche Augen etwas ungewöhnlich, die Lok, aber ein auch sehr wunderschönes Modell. Ich muss mal noch mal gucken, TG... TGUJ. TGUJ. M3B. Das ist ein Erzbahn-Lokomotiv von dieser Bahn, von dieser Grüben da oben in Mittelschweden von Grängesberg. Und die Züge gingen von Grängesberg nach Ostseeküste und Erz wurde da in Schiffe umgeladen. Und war sehr stark, aber sehr kompakt, weil die Drehscheiben war kurz und die Hände war kurz und hoch. Und sieht ein bisschen komisch aus, schwedisch, typisch schwedisch doch, aber sehr schön ist das allemal. Kommt auch in digital, also das heißt in Soundversion, so wie man das an und für sich auch von euch gewohnt ist. Eine klasse Detaillierung, ein sehr feines Modell, aber eine Lokomotive ohne Wagen ist ja eigentlich nichts. Und dann habt ihr euch gedacht, wir machen gleich die passenden Wagen dazu. Haben wir gemacht, dieser Erzbahnwagen, dieser MAS oder M2. Von 1902 machen wir später, von 1908 ist heute oder im Dezember und Januar gekommen. Und die passen zu dieser Lokomotive und auch an den norwegischen Äquivalent, die Typ 29. Dieser Wagen war bis 82 in Betrieb, also ganz 70, über 70 Jahre in dieser harten Dienst mit Erztransport. Erstaunlich. Und du hattest gesagt, die kommen in zwei Bahnverwaltungen? Ja, der war schon bei der Erzbahn da oben, dass die Strecke auf norwegischer Seite 40 Kilometer lang war und auf die schwedische 160, das bedeutet 1000 norwegische Wagen und 3000 schwedische. So war es aufgeteilt. Viele wussten das gar nicht und ich wusste selber nicht, dass es so viele norwegische gab, aber die gingen alle gemischt in die Züge. Also, sehr schöne Wagen, die Zuschauer haben es jetzt auch im Bild gesehen, sehr super detailliert. Jetzt kommen wir mal zu einer etwas größeren Spur. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Königsspur mit, die Spur 0 neben der Spur 1. Auch hier habt ihr wunderschöne Güterwagen gemacht und mir sind beim Vorgespräch sozusagen der Mund offen geblieben und die Augen aufgegangen. Es ist ja unglaublich, es ist ja fast ein richtiger Güterwagen. Den könnte man ja auch draußen hinstellen. Ja, die sind schön, aber die müssen auch schön sein. Mit allen Detaillierungen, alle Bremsdetaillen, wir haben alle Zeichnungen gefunden. Ich habe selber unter die Wagen gelegen und alles fotografiert von jedem Winkel, jedem Detail.
Und so ist es entstanden, mit allen Bremsdetails, alle Unterteile und auf Gehäusen, Rungenwagen mit Ketten und alle Details. Schön. Davon gibt es, von den Güterwagen gibt es ja auch noch eine Kühlwagenvariante. Ja, diese gedeckte Güterwagen waren dann in den 50er Jahren, Ende 50er Jahren für Kühlwagen umgebaut. Deswegen. Ja. Kommen wir nochmal zur Spur H0 zurück. Du hattest gerade angesprochen, Güterwagen in Spur H0, auch sehr fein detailliert, Rungenwagen, wo sogar die Spannketten dazwischen laufen, und wir haben es probiert, sind richtige Ketten. Die sind genauso detailliert wie die Spur 0-Wagen eigentlich für seine Größe. Und das ist auch auf die gleiche Art und Weise gebaut, also Messing, Handarbeit mit feinster Detaillierung. Ja. Von den Dampflokomotiven weiß ich, hattest du mir gesagt, die gleiche Bahnverwaltung gibt es E-Loks. Ja, das gibt es von Firma Jeco, wofür wir die produzieren. Ja. Ein Lokomotivtyp von 50er Jahren, das heißt HG. Und das war auch bei dieser TGU J gekauft und in Betrieb gesetzt. Die kommen in welcher Ausstattung? Kommen die auch digital mit Sound? Oder? Natürlich, jede Variante A, C, also Wechselstrom, Gleichstrom, digital Sound. Wir machen alles. Jetzt kommen wir nochmal zu der ganz typischen Produktpalette von euch. Die Lokomotiven mit dem Namen Rundnase. Nur Happen-Lokomotiven. Wir hatten ja in einer unserer Sendungen schon den ersten Prototypen einer norwegischen Variante vorgestellt, die DI3. Mhm. So, jetzt gibt es weitere Farbvarianten. Ja, wir machen vor allem die norwegische Neudesign, sogenannte Neudesign. Ab 83 waren die rot, scharfrot mit schwarzem Dach. Dann machen wir die belgische Typ 202 oder 52er Klasse mit einer Streife. Und dann machen wir auch neue Varianten von der dänischen und auf die luxemburgische Variante. Demnächst kommen mehrere Varianten im Laufe des Jahres. Also die Nachfrage erspare ich mir jetzt natürlich auch mit Sound. Alles mit nur, aber ohne Sound geht nicht. Diese Klassiker muss man hören. Ja. Soweit erstmal in Eilzugstempo die vielen Neuheiten, die ihr anzubieten habt. Der Katalog ist ja riesendick. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal hier in Deutschland warst auf der Messe? Mit ja. Welchem Katalog bist du hier angetreten? Ja, das erste Mal in 84, wenn wir ausgestellt hatten, hatten wir ein A4-Blatt zweiseitig gedruckt, das war es. Und dann, zweiseitig bedruckt? Ja, war beide Seiten gedruckt. So, und der Katalog ist ja, so wie ich das, ich habe es weggelegt, aber ja. Weit über 70 Seiten stark. 206 Seiten stark ist der Katalog. Ich habe stark untertrieben, Entschuldigung. Macht nichts. Macht nichts. Macht gar nichts. Also, es ist ein richtiges Schwergewicht an Neuheiten. Ja. Und es sind, so kann ich auch wirklich bestätigen, sehr fein und super detaillierte Modelle. Wir haben uns auch mal zwischendurch ein paar Güterwagen angeschaut. Die haben sogar richtige Ladungssicherung dran. Also alles vorbildgerecht, perfekt gemacht. Es ist eigentlich ganz toll. Ich will es selber haben. Ich mach's, prinzipiell mache ich alles für mich selbst, wie ich es selber haben möchte. Und ich bin froh, dass auch andere Kunden es von uns abkaufen, sodass wir weitermachen können. Aber ich bin selber Enthusiast. Ohne das geht's nicht. Der Meinung bin ich ja auch. Ich sage immer, wenn große Kinder spielen, ist alles in Ordnung. Genau. Große Männer müssen spielen. Ja, genau. Lieber Finn, vielen Dank für die Auskunft, für die Neuheiten von NMJ in diesem Jahr. Wir freuen uns schon wie verrückt auf nächstes Jahr. Aber ein kleines Highlight haben wir noch anzubieten. Wir sagen es einfach mal so, wir sehen uns im Sommer in Norwegen, in Oslo, treffen uns auf alle Fälle wieder. Und schön. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Wir wünschen dir noch viel Spaß auf der Messe. Danke. Weil die Börder hatten, im danke. Grunde genommen. Danke. Gute Geschäfte und auch für nächstes Jahr. Alles danke, gut. Danke schön, Frank. Danke.